So, nun geht's weiter im zweiten Teil. Und ich habe das alles mal ein bisschen strukturiert, damit ich nicht ständig überlege, was könnte ich jetzt noch erzählen und so. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber nun ist es so, wie es ist. Und so als übergreifendes Thema des zweiten Teils möchte ich, wie mache ich, dass die Kolonisten machen, was sie sollen, wählen. So wie man sieht, hier laufen sie nur rum und bauen eine Barrikade aus Holz. Die bauen wir hier, damit wir einen mehr oder weniger sicheren Rückzugsort haben, falls die Kolonie angegriffen wird, was passieren kann. So, und warum bauen die das und machen nichts anderes? Er hier zum Beispiel ist verletzt, von einem Waschbär wurde er gebissen. Warum geht er nicht stattdessen in das Krankenbett, was sie extra dazu gemacht haben? Ja. Dazu gehen wir hier auf dieses Arbeitstab. Ah ja, jetzt geht er da rein. Gut. Wo wir hier die verschiedenen Kolonisten auf der einen Achse haben und auf der anderen Achse die verschiedenen Tätigkeiten. Und zwar ist es so, ohne diese nummerierte Priorität ist es immer so, dass die Sachen, die am meisten links sind, die werden zuerst gemacht und dann geht es dann halt nach rechts graduell durch und als letztes wird dann geforscht, wenn alles andere vorher erledigt ist. Wenn man jetzt aber sagen möchte, hier, Ilya soll bitte forschen, wenn nur diese anderen Sachen, die mit 1 fertig sind, kann man das Gewicht draufstellen oder man macht hier sogar die anderen, stellt dort eine niedrigere Priorität ein, dass er dann sofort am besten dahin geht. So, aber es empfiehlt sich, dass so Sachen wie Feuerwehr und Patient sein und Arzt sein und Bettruhe, dass die immer ganz besonders hohe Priorität haben, weil Feuer löschen, schlafen, sich gesund pflegen lassen, das sind wichtige Sachen. Wir haben noch niemanden, der kocht, aber wir haben auch noch keine Küche, insofern ist das normal. Wir warten erstmal, bis diese Barrikade hier fertiggestellt ist und die Felder fertig bepflanzt sind, das ist nämlich auch von höherer Priorität. Das können wir gleich mal einstellen hier. Und dann sorgen wir dafür, dass wir eine Küche haben. So, das war das Tab. Ach ja, ich glaube, ich habe noch gar nicht erklärt, wie man Sachen baut. Dafür gibt es hier den Architekten-Tab. Das werde ich wohl schon gemacht haben in diesem Spiel, aber ich bin nicht näher darauf eingegangen, was man hier machen kann. Also hier gibt es einmal Befehle. Da kann man dann zum Beispiel sagen, hier baut dieses Erz ab oder tragt diese Sachen weg hier zum Beispiel oder entfernt diesen Baum oder erntet Holz von diesem Baum. Hier gibt es verschiedene Aufträge, die man den Leuten geben kann. Und hier haben wir die Zonen. Ihr habt gesehen, wie ich hier die Lagerzone mache und die ganzen Anbauzonen hier. So kann man bei jeder Zone, man kann auch bei den Lagerzonen, kann man genau einstellen, was hier rein soll. Zum Beispiel kann man sagen, hier, nee, das Essen soll hier nicht rein, das soll in ein anderes Lagerhaus, aber wir haben momentan nur das eine. Also lassen wir das mal so. Und man kann auch sagen, dieses Lagerhaus hat eine höhere Priorität oder eine geringere als das andere Lagerhaus. Und man kann die Einstellung kopieren, wenn man quasi dieses Lagerhaus klonen möchte, woanders. Kann man die Einstellung von dem Lagerhaus kopieren und einfügen bei dem anderen Lagerhaus. So, dann, wie gesagt, die Anbauzonen. Es funktioniert so ähnlich. Man macht die Zone und kann dann einstellen, was da gepflanzt werden soll. Kann man die Zonen kleiner machen. Und dann gibt es hier, kann man zum Beispiel sagen, das ist unser Heimatgebiet, das Blaue.
was in dem Heimatgebiet passiert, was in anderen Gebieten nicht passiert ist, hier wird geputzt, hier werden Feuer gelöscht und hier werden Sachen repariert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hier die Barrikade, wenn die brennt, ist nicht so schlimm, könnte man das löschen. Na, also wenn die jetzt Feuer fangen würde, wäre es egal, die Leute würden sich nicht drum kümmern. Aber das sollen die mal machen. Ja, dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, hier das Dach soll abgerissen werden, oder ich könnte bei einer Struktur im Freien sagen, hier das Dach soll erweitert werden. Ich könnte hier jetzt zum Beispiel hier so ein Dach machen, das ein bisschen übers Haus ragt. Dann würden die Leute sich daran machen und das Dach erweitern. Hier, die sind schon so weit. Das macht jetzt nicht wirklich viel Sinn. Aber jetzt können sich hier zum Beispiel Leute unterstellen, wenn es regnet oder so. Das kann man auch wieder entfernen. Und dann im Winter, wenn Schnee liegt, kann man auch entscheiden, welche, wo Schnee geräumt werden soll und wo nicht. Dann gibt es hier noch gewisse Gebiete, die kann man benutzen, um festzulegen, welche Personen wo sich aufhalten dürfen, welche Tiere sich wo aufhalten dürfen. Aber das machen wir jetzt nicht. Das ist was, was wir später uns noch angucken können. Gut, dann haben wir hier Strukturen. Das sind dann so Sachen wie Wände, Türen, hier Säulen, die man braucht, wenn die Räume zu groß werden, sonst stürzen die Räume ein. Und Brücken, falls man hier irgendwo hat, man hier einen Fluss. Nee, aber wir hätten Seen, wir könnten eine Brücke bauen hier, damit die Leute direkt über den See laufen können. Dann hier die Produktionsstätten. Das haben wir uns im Zusammenhang mit dem Schlachtplatz schon mal angeguckt. Das ist der hier. Na, das sind Arbeitsplätze, da können Sachen hergestellt werden. Hier zum Beispiel, das ist ein normaler Arbeitsplatz, der weniger, also der nicht wirklich viel, also der keinen Werktisch dabei hat oder so. Und hier kann man so Sachen machen wie Rauchblatt-Joints herstellen, wenn man Rauchblatt angebaut hat. Oder einen Knüppel oder einen Bogen machen. Oder so primitive Stammeskleidung zusammen schustern. Das ist die einzige Kleidung, die man so herstellen kann. Für alles andere braucht man dann Nähtisch. So, ja, und dann gibt es hier Künstlerwerkbank, Schlachtbank, Nähtisch, Herd. Mit dem Steinmetz. Den kann man aus diesen Steinen, die hier überall rumliegen, Baumaterialien machen. Elektrischer Schmelzofen. Der einfache Labortisch, den brauchen wir zum Erforschen von neuen Technologien. Krematorium, wenn man keine Lust hat, überall Gräber zu graben, wenn Leute sterben, kann man die hier verbrennen. Und dann gibt es einen Nährstoffspender. Der stellt nahrhafte, aber ekelhaft schmeckende Nahrung hier aus hier Nahrungsrohstoffen. Braucht aber Strom. Ich glaube, für den Anfang der befeuerbare Herd ist, glaube ich, für den Anfang die beste Methode hier. So, ja, dann haben wir ganz normal Möbel. Das sind dann so Sachen wie die Tische, Sessel, Betten, dieser ganze Kram. Dann unter Strom finden wir alles, was wir brauchen, um die Basis mit Elektrizität zu versorgen. Gesetzt im Fall, wir haben das erfunden. Bei Sicherheit finden wir dann solche Sachen wie Sandsäcke oder diese Barrikaden oder hier so Fallen. Später gibt es dann auch so Selbstschussanlagen, die man bauen kann. Und jetzt dürfen wir uns einen Namen ausdenken für unsere. Wie soll die genannt? Die Superfreunde. Kommune der Freunde. Okay. Wo waren wir? Bei Diverses, genau. Da könnte man jetzt zum Beispiel hier einen Werkzeugschrank bauen oder Gräber ausheben. Sagen, wenn die Leute Partys feiern, sollen sie das hier machen.
Eine Ratte wurde zahm. Ja, das passiert, dass Tiere plötzlich ohne Ankündigung zahm werden. Und die finden sich dann in diesem Tierreiter. Da haben wir jetzt zu dem Husky, haben wir jetzt auch diese Ratte. Mal sehen, wie lange sie überlebt. Gut, das ist diverses. Hier kann man dann irgendwann auch einen Shuttle-Landeplatz bauen, aber das lassen wir erstmal. Dann die Fußböden. Gibt es verschiedene Fußböden. Zum Beispiel könnten wir hier die Schlafzimmer mit Holz auslegen, aber es fehlt uns Holz momentan. Dann die Sachen zur Entspannung. Das ist hier dieses Hufeisenwerf-Dings. Schachtisch, Pokertisch, Billardtisch können wir momentan. Auch da kann man mehr Sachen erfinden. Dann Raumschiff. Ultimativ ist es das Ziel dieses Spiels, ein Raumschiff zu bauen und von dieser Welt zu fliehen. Aber da fehlt uns sehr viel Technologie zu. Und Temperatur. Hier kann man zum Beispiel am Anfang ein Lagerfeuer, wenn man jetzt zum Beispiel hier kalte Jahreszeit hätte, könnte man hier ein Lagerfeuer in die Räume machen, damit es ein bisschen wärmer wird. Oder man kann in den Lagerraum so Passivkühlung machen, damit es dort ein bisschen kühler wird und die Nahrung länger hält. Oder später gibt es das dann auch mit Strom hier. Ja, das war der Architekten-Tab. Arbeitstab hatten wir uns auch angesehen. Was man hier auch machen kann, ist, man kann für einen seiner Mitarbeiter kann man quasi so ein Template erstellen, das dann kopieren und dann bei den anderen rein kopieren. So, dann hier Beschränkungen ist, wann sollen die Leute arbeiten, sich entspannen oder schlafen? Ich habe das meistens so, dass die Leute sich das selber aussuchen können, was sie gerne wollen. Aber es ist vielleicht ein ganz guter Tipp, dass man 2, 3 Stunden am Tag hat, wo die Leute zusammen entspannen können, weil dann können die sich auch unterhalten oder zusammen pokern oder je nachdem, was hier an Aktivitäten halt übrig ist. Und hier kann man dann auch einstellen, in welchem Gebiet die rumlaufen sollen. Wenn jetzt zum Beispiel Ilja oder Hammer ist ja unser Empath, der kann sich nicht wehren, wenn er angegriffen wird, weil er nicht gewalttätig ist. Beziehungsweise nicht gewalttätig sein kann. Und dem könnten wir zum Beispiel sagen, er soll sich nur in diesem Heimatbereich aufhalten. Dann verlässt er das blaue Gebiet nicht mehr. Oder wir könnten extra ein Gebiet machen, wo er sich halt aufhalten kann. Aber für jetzt lassen wir das gerade mal so, wie es ist. Dann haben wir hier Zuweisungen. Das ist dann, wer soll was anziehen, wer soll was essen. Also hier kann man sagen, hier, der ist doof. Der soll mal nur einfache Nahrung essen und nichts, was besser ist. Oder der soll nur die blöde Paste essen. Na, das kann man alles machen und dann kann man hier auch einstellen, wer, also wenn wir jetzt soziale Drogen hätten, das ist sowas wie Bier oder dieses Rauchblatt oder irgendwas anderes, könnten wir hier einstellen, wie oft die konsumieren sollen und die machen das dann hoffentlich. Gut, das war Zuweisung. Dann haben wir hier die Tiere. Haben wir schon reingeguckt. Hier kann man gucken, was können die Tiere momentan. Ist der Hund, also der Hund wird selbsttätig sein Herrchen beschützen. Man kann ihn noch trainieren, dass er Leute angreift, wenn man ihm den Befehl gibt. Oder Leute rettet, wenn die am Boden liegen. Oder Sachen hin und her trägt. Wir haben ihm jetzt gesagt, er soll das alles ihm beibringen. Und das wird eine Weile dauern und vielleicht. Vielleicht lernt das Tier das noch. Und hier haben wir dann so ähnlich die Wildtiere, die auf der Karte rumlaufen. Hier kann man für jedes Wildtier kann man sagen, wir wollen versuchen, das zu zähmen oder wir wollen das jagen. Und wenn die zur Jagd markiert sind, dann werden die Leute, die hier auf Jagen eingestellt sind, werden dann eventuell hingehen und versuchen, das Tier zu erlegen. Dann haben wir hier den Forschungstab. Momentan haben wir noch keinen Forschungstisch fertiggestellt. Wenn wir das hätten, könnten wir dann so Sachen wie Batterien oder Solarzellen erforschen. Ja, und dann hier, das ist relativ neu, das sind so Quests, die man
kriegen kann. Da bekommt man hier eine Nachricht an diesem Bildschirmrand, dass eine Quest verfügbar ist und kann dann sagen, ja, mache ich oder nee, mache ich nicht. Und kriegt dann eine Belohnung oder so. Und zu guter allerletzt die Weltkarte. Tja, da haben wir sie. Hier ist unsere Basis. Jetzt könnte man eine Karawane schicken zu einer anderen Siedlung und mit denen handeln. Aber da wir momentan noch nichts haben, ist das relativer Quatsch momentan. Gut. So. Hier weiter Kartoffeln gepflanzt. Ah ja, die Barrikaden sind fertig, sehr gut. Und der Boden wird gelegt. So, ich werde mal ein bisschen überspringen zeitlich. So, jetzt macht ein Puma Jagd auf Ratte 1 und will sie fressen. Das muss irgendwann passieren. Aber automatisch, da der Puma jetzt einem Mitglied unserer Kolonie feindlich gegenüber ist und die beiden in der Nähe sind, schießen die jetzt auf diesen Puma, beziehungsweise greifen ihn an. Der Nahkämpfer rennt sofort hin. Puma rächt sich. Okay, jetzt haben wir den Puma ein paar Mal verletzt, dass er nur noch 5 Stunden leben würde, weil er sonst verblutet. Und jetzt greift der Puma Nikolas an. Aber Nikolas, bis auf sein Asthma ist Nikolas nicht verletzt worden. Haben wir Glück gehabt. So. Kann jetzt einer hier... Können den Puma schlachten. Bekommen wir wieder mehr Fleisch und Puma-Leder. Großkatzenfell. Okay. Lebt unsere Ratte noch? Ja, unsere Ratte hat auch keinen Schaden davon getragen. Sehr schön. Ist noch ein Tier, das noch frisch ist. Schlachten wir das auch mal. Überfall, die Leute der Lagune. Okay, jetzt haben wir hier einen Angriff. Springen zum Ort. Es ist momentan nur diese eine Figur hier. Es ist eine Holzfällerin namens Gelber. Sie ist depressiv, habgierig und hässlich. Sehr gut im Nahkampf, nicht so gut, was Pflanzen angeht. Okay. So, wenn wir jetzt proaktiv sagen wollen, wir gehen dahin und machen sie fertig, weil ansonsten kommt sie irgendwann und greift uns an, wenn wir nicht darauf vorbereitet sind. Dann können wir die Leute auswählen, mit denen wir da hingehen wollen. Das sind die beiden, die Waffen benutzen dürfen jetzt. Können hier auf diese Schaltfläche gehen. Und wenn dieses Häkchen zu sehen ist, dann bedeutet das, wir können die direkt kommandieren.
damit, also das, da kann man dann nicht mehr alle Aufträge machen, aber halt so kampfrelevante gehen dann, wie zum Beispiel angreifen, geh hierhin, geh dahin. So, wir gehen jetzt mal einfach hierhin. Jetzt greift unser Hund sie an. Nikolas soll sie angreifen. Und Ilya schießt drauf. So, jetzt liegt sie am Boden. Und ist, oh, tot in 6 Stunden. Jetzt brauchen wir schnell ein Gefängnis für sie, damit sie nicht stirbt. Und dann machen wir erstmal, das ist eigentlich Nikolas Zimmer und das Krankenzimmer. Aber da machen wir mal schnell ein Gefängnis draus. Wo sind die beiden jetzt? Hier. Und dann sagen wir ihm hier, nimm Gelber gefangen. So. Und mit etwas Glück können wir sie gefangen nehmen, ohne dass sie vorher stirbt. Und dann nehmen wir dieses Bett. Stellen das erstmal hier hin. Achso, Ilya verarztet sich schon. Das ist gut. So. Ach je. So, man sieht, je mehr sie verarztet wird, desto weiter rückt der Tod in die Ferne. Und jetzt ist sie nicht mehr gefährdet. Sehr gut. So, jetzt bleibt sie in diesem Raum und wir brauchen jemanden, der für Aufseher ausgewiesen ist. Der bringt ihr dann Essen, unterhält sich mit ihr, solche Sachen. Genau. Hammer. Hat ihr gerade was zu essen gebracht. So, und dann kann man jetzt sagen, wir möchten allerhöchstens Kräutermedizin verwenden, oder wenn man selbst davon wenig hat, kann man sagen, sie soll keine Medizin kriegen, oder sie soll keine Medizin kriegen, oder sie soll noch nicht mal ärztliche Behandlung kriegen. Aber momentan lassen wir das so, wie es ist. Und dann können wir sagen, was passiert, wenn sie wieder auf dem Damm ist. Dann kann man entweder sagen, hier, niemand soll mit ihr sprechen. Oder wir wollen sie rekrutieren für unsere Basis. Oder wir wollen sie freilassen. Wir wollen ihren Widerstand rekrutieren, wenn sie widerspenstig ist und sich nicht reduzieren, wenn sie widerspenstig ist und sich nicht rekrutieren lassen will, zum Beispiel. Wir können sie freilassen oder wir können sie exekutieren. Wir machen mal freilassen, weil obwohl, naja, ist zu spät. Nun wird sie freigelassen. Hoffentlich erzählt sie ihren Leuten, dass mit uns nicht zu spaßen ist. So. Ja, und Essen und solche Sachen holen die Leute sich immer von alleine. Ist noch eine Tierleiche. So. Ja, so viel dazu. Das sind erstmal die Grundlagen, wie man dafür sorgt, dass die Leute machen, was sie sollen. Ich muss mal gucken, worum es im dritten Teil dieses Tutorials gehen soll. Aber jetzt, theoretisch habe ich, glaube ich, alles erzählt, was man braucht, um mal testweise ein Spiel anzufangen. Gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.